Willkommen zurück zu Miitopia! Bunny möchte ein neues Kleid und ich kaufe ihr das. Oder sie kauft sich das halt nicht. Dann halt nicht. Gut. Naja, auf jeden Fall willkommen zu Miitopia. Wir haben uns durchgebahnt und können nun in den Flammenberg hinein. Yeah, aber bevor wir das machen, hier gibt es noch zwei gerade Wege. Und die machen wir noch schnell. Genau. Die schneide ich sogar rein. Mal gucken, ob hier irgendwelche Gegner kommen. Bisher nicht. Einfach natürlich geradeaus. Gibt es irgendwelche Kisten? Irgendwas? Ist einfach nichts. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Das ist gar nichts. Ja, da kommt dann schneide ich alles raus, glaube ich. Aber da schneide ich nicht raus. Level up für Bunny. Wegsehen gelernt. Tu so, als würdest du verwirrende Feinde nicht bemerken. Aha. Einfach Feinde ignorieren. Denke ich so. Ah! Wenn doch aggressiver. Vielleicht nicht so eine gute neue Fähigkeit. Naja, egal, komm. Noch ein Gegner. Nein. Oh, doch. Gut, damit wäre dieses Level nun auch abgehakt. Und die beiden verstehen sich nun besser. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, Freddy da rauszutun. Sollt nicht mit dem Pferd befreunden. Das ist mir so egal. Ihr sollt euch gegenseitig befreunden. Das ist viel wichtiger, meine Güte. Was willst du denn haben? Ein Urkittel. Letztes Mal hast du die Banane gekauft. Diesmal aber nicht. Okay, super. Urkittel. Well, I don't like it. Deshalb nein. Sorry, falls man im Hintergrund wieder irgendwelche Geräusche hört. Habt ihr alles schon probiert? Habt ihr alles schon probiert? Nein, wusste ich's doch. Okay. Habt ihr alles schon probiert? Das auch? Das nicht? Das hat noch niemand probiert. Unglaublich lecker. Ganz okay. Super. Der Keks? Ganz okay. Super. Was sagst du zum Keks? Auch ganz okay. Okay. Was sagst du zum Keks? Doppelte Keks? Nicht so. Alles klar. Komm, dann machen wir weiter. Auf zum Flammenberg. Okay, sieht aus wie so eine Mine. Man hat aber schon gesehen hier, dass es nach dem Berg noch weiter geht. Also man geht in den Berg rein und dann geht man wieder raus. Hm. Na gut. Wir müssen ihn sowieso lang. Also durch den Flammenberg. Das sieht cool aus. Mal wieder. Oh, das Lighting ist cool. Wie hell es hier ist. Richtig cool. Ein Lavabecken. Weißt du, eben... Ah, mein Taschentuch ist in die Lava gefallen. Und... Puff! Weg ist es. Ach, du liebes bisschen. Passen wir auf, dass es uns nicht genauso ergeht. Ja, weißt du, wie Lava funktioniert, mein Freund? Alles prima. Yay. Dududududum. Oh, hier leben also die Trolle, ja. Männlich, weiblich, hier. Sieht so aus. Die lebt immer noch. Hört auf zu leben! Boom! Ich bin eine tickende Bombe. Tick, tack, tick, tack. Sieht mega cool aus hier. Aua! Bunny, hilf mir! Danke! Yay! Ja, es zählt nur die Freundschaft. Nur die bringt uns alle zusammen. Nicht der Fakt, dass wir die Welt retten müssen. Eine Bombe! Was ist, wenn wir eine Explosion auf Bombe einsetzen? Was passiert dann? Ja, die explodiert nicht! Jetzt! Okay, die muss einfach, gekillt werden, sag ich mal, damit die explodiert. Okay.
Ich hab grad Radiergummi gelesen. Was hab ich schon im Essen bekommen? Das muss ich mir anschauen. What? Ja, erstmal wollen die hier quatschen. Aha, aha. Okay. Super. Yay, sehr enge Freunde. Oh, oh, neuer Look. Nein, tu's nicht. Tu's nicht! Luigi's Mansion 4 League. Nein! Nicht gut. Warum bist du wieder da? Bleib da. Nix haben? Okay, dann gucken wir uns mal das Essen an. Was war das denn? Ach, Radaugummi. Ich habe Radiergummi gelesen auf die Schnelle. Vorsicht beim Blasen machen. Sie sind hochexplosiv. Oh, ich finde sie mega geil. So wie ich im Real Life Kaugummis mega nice finde. Trollkringe. Vollkringe, ey. Nom schmeckt doch sehr gut. Naja, nice. Das kannst du nicht mehr probieren, schade. Das kannst du aber probieren. Überhaupt nicht! Das sparen wir uns dann für Freddy auf. Und danach können wir dann ganz normal wieder alles vergeben. Genau. Yeah. Dum, bum, ba, ba, dum. Was gibt's denn hier? Huch! Ah, verflixt! Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Oh, sehr interessant, dass ich mit Bunny alleine bin. Aha. Warte, was? Wait, what? Die sind jetzt eingesperrt in der Höhle? Was? Nicht nur wir sind eingesperrt, die sind auch eingesperrt. Das heißt, wenn man hier nicht stark genug ist, kommt man auch nicht durch. Und deshalb ist man auch gezwungen, alle mitzunehmen. Weil sonst dieser Plot-Twist hier nicht funktioniert. Krass. Was ist, wenn man hier nicht gut genug ist? Wenn man hier stuck ist? Das könnte dann wirklich ein Softlock-Moment sein. Also, wie ich das finde, dass man selber auch nicht mehr zurückkommt. Alter. Wir wurden von den anderen getrennt. Und mit diesem ganzen Geröll im Weg können wir auch nicht zurück. Die haben bestimmt Angst, weil ich nicht da bin. Gehen wir mal weiter. Sie machen sich bestimmt riesige Sorgen, weil ich nicht da bin. Ich gehe lieber mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Emil für Mike sich da gerade eingebildet hat. Aber okay. Wenn er meint. Ach Gott, die Bombe. No! No, 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 no! Ja, wieso kann ich heute nicht machen? Ach, wenn mir die Dings fehlen. Die kann ich mir kurz holen. Die kann ich mir kurz holen hier! Das ist genauso viel, wie ich brauche. Ja. Meine ganze Energie. Hierfür. Juhu. Man kann sogar gar nicht vorspulen. Ist auch eine coole Animation. Wer würde das denn vorspulen wollen? Bam. Alter, wie viel Damage das auch vor allem macht. Krank. Zumindest eine Kiste gefunden. Ach. Müll. Ein Bonbon. Ich Lever schmeißen. Genauso viel wert. Junge, wer lässt denn die Kisten stehen mit einem Bonbon? Naja, immerhin ist der Schluck auf weg und es ist sowieso vorbei, also es ist ja eigentlich egal, ob ich Schaden genommen habe oder nicht. Nice.
Hey, jetzt will mir Ferdemon einfach noch meine Bunny klauen. Oh nein, kein neuer Look. Tu es nicht, tu es nicht. Sailor Moon Crystal, nein, tu es nicht. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt. Nee, Futter bringt nichts, ist egal. Komm, machen wir weiter. Auf geht's. Yay, juhu, juhu, yay. Okay, komm, machen wir weiter. Wir müssen da einmal im Kreis rum, um Igis zu retten. Hoffentlich kriegen wir den Berg in dieser Folge durch. Das wäre ganz gut. Dafür muss ich mich aber jetzt anstrengen. Soll ich alle weg explodieren lassen? Bam! Okay. Alles voller Zapper. Oh Gott. Feuer! Oh, wir reiten gemeinsam. Iwata so. Würde mich nicht mitnehmen. Bist du eigentlich stärker als der dunkle Fürst, Iwata? Oh, du stellst interessante Fragen. Du könntest ihm in einem Duell bestimmt ordentlich den Hintern versohlen. Stimmt wahrscheinlich. Doch bin ich kein großer Freund von Gewalt. Und überhaupt, es ist deine Aufgabe, den dunklen Fürst zu besiegen, nicht meine. Es ist nicht mein Spiel. Dafür habe ich schon mein eigenes Spiel. Zumindest sehe ich die Sache halt so. Ich weiß nicht, kann ich das wirklich schaffen? Aber gewiss, ich glaube an dich. Also wenn der große Weise an mich glaubt. Ja, dann glaube ich auch an mich. Das kriege ich hin. Kiste. Ich muss wieder beide Wege machen. Na, ich hasse es. Ich hasse es. Wie ein Hase. Spaß. Das war nur ein Joke, der nicht lustig war. Bam. Boom. Ja, das war ein toller Kampf. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ja. Ich bin schon bald Level Up. Läuft prima. Stimmt. Und die Kiste. Spielscheine. Wenn das zumindest diese anderen Scheine sind, womit man Freundschaft leveln kann, ja, würde ich ja nichts sagen, aber. Naja. Was willst du tun? Was willst du tun? Und hier passiert irgendwas Neues. Erstmal gucken wir, was der Hebel macht. Hebel. Aber dafür noch weitere Gegner. Ja, die können doch nichts kommen. Explosion, die sind weg. Boom. Ich meine natürlich, boom, hier, zack, du bist weg. Gut gemacht, Bunny. Und zack, du bist weg. Ja, krasser Kampf. Gut. Die Zahl irgendwie oben rechts sieht komisch aus, wenn da so eine 1000 steht. Das ist irgendwie so ein bisschen buggy. Der Hebel! Natürlich aktivieren wir ihn! Da-da-da-dam! Eine geheime Kiste erscheint! Also die möchte ich mir gerne holen, du! Die hole ich mir gern! Yeah! Kann auch nicht zu der hinkommen, aber das finden wir hoffentlich noch raus. Ui, quatscht beide! La-la-la-la! Yay! Level 17. Mit 9. Der Winkelmesser. Geil. Den brauchen wir. Unbedingt. Der Winkelmesser. Messerscharf. Und perfekt zum Winkeln. Besser geht's nicht. Ja, aber erstmal neuen Joke, wie kommen wir zur Kiste? Finden wir es heraus! Wie es wohl den anderen geht. Inzwischen. Es hilft nichts, herumzulagern.
gehen wir weiter. Ah, jetzt spielen wir mit den beiden, oder? Ja. Jetzt spielen wir mit den beiden. Hat was. Hat was. Schoko-Uniform. What? Da bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Oh nein, ich hab da. Nein, ich hab B gedrückt. Das wollte ich doch nicht. Nein, nicht Team. Ja, oder so halt. Nee. Das muss da Ausrüstung sein. Ausrüstung. Freddy. Kleidung. Schoko-Uniform. Ja, toller Freddy hier. Und dann gerade das hier, ne? Hier, wunderschön wieder in Pink. Wunderbar. Freut mich für dich. Super. Machen wir weiter. Die sind nur Level 2 miteinander. So wenig. Ich könnte sie leveln mit den ganzen Tickets, aber ich würde es ganz am Ende machen, wenn ich alle habe. Kann ich das besser einsortieren, glaube ich. Dass ich alle so mehr oder weniger gleich levelt, so. Mehr oder weniger halt auf den gleichen Abstand bringen oder so. Dieser Steinschlag war schrecklich. Ja, und wir haben kein Geld, den Steinschlag zu zu reparieren. 800 mal die 2. Können wir dich anrufen, wir haben kein Handy. Option, ohne uns vorgehen? Dann sollten wir uns wohl auch auf den Weg machen. Stimmt, irgendwo treffen wir bestimmt wieder aufeinander. Meine Rede. Ja, hätten wir eigentlich schon gleichzeitig gehen müssen, aber egal. Dein Ernstspiel? Das Level 3 mal machen. Okay. 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 Ey, wenn ihr euch streitet, ne? Tut mir leid. Oh, doch nicht. Oder haben die sich jetzt gestritten oder nicht? Ey, war voll dumm. Die sind einzig, die sind beide allein und streiten sich. Leute, kommt schon. Bitte streitet euch nicht. Bitte nicht. Bam. Boom. Bada bing, bada boom. Du bist dumm. Damn, bitte, bitte, Baum. Ich glaube, ich hab. Nein, das tust du nicht. Kiste! Ein einziger Spielschein. Und jetzt Ende. Und da wird's nochmal machen. Yay. Keine Lust. Hab ich auch gesehen, es sind nur 2 Level, ne? Oben 2 Level, unten 2 Level. Und dann können wir hoffentlich zur Kiste. So wie ich das hier gesehen hab. Und wir können jetzt schon zur Kiste. Aber wir können es jetzt schon hier. Ja, dann machen wir doch das. Ja. Ich hab nichts gedrückt. Da, sieh mal! Hallo, ihr geht! Zeig mir, dass es so gut geht. Yay! Juhu! Oh, Freddy will mit mir abhängen. Okay, Freddy, das darfst du. Du hängst da ab. Ich häng da ab. Und die beiden. Schön, dann kann ich ja Professor Gitt erstmal Bunny vorstellen. Und das hat was. So, 2 Level hoch, ihr beiden hier. Level 9, irgendwie Freunde. Schmusewange, das ist schön für euch. Oh, Freddy wollte ein Geschenk geben. Oh. Gib her! Hallo, die Pose von Freddy. Ein Federkiel. Yay! Bam! Level 11, Freunde. Oh. Ey, irgendwie Freddy und Professor Gitty mögen sich irgendwie nicht so, ne? Ihr beide kennt euch noch gar nicht. Nicht mal ein Level. Das müssen wir ändern. Yeah. Irgendwer von euch hatte doch diesen Ploy noch nicht gegessen, ne? Du. Magst aber auch nicht, hat sich nicht gelohnt. Okay, gut. Egal. Trollkringel Sternchen, wo beißt du zuerst? Zu oben, in der Mitte oder an der Seite? Kann ich nicht genau sagen. Entweder oben oder Seite war das gerade. Ja, warum seid ihr alle nicht markiert? Hä? Voll dumm. Na egal, jetzt seid ihr es auf jeden Fall. Hier würde es rausgehen. Letztes Level und dann wird es rausgehen, aber wir müssen das hier noch machen.
zweimal. Also Oskin mal das zweimal, weil das ist, glaube ich, langweilig für euch. Und dann machen wir noch die Kiste zum Abschluss. Ja, falls was passiert. Scheiße. Ich muss da mal was loswerden. Es geht um Mike. Manchmal zieht er seine Klamotten verkehrt herum an. Ist das gerade Mode? Ich bin total daneben. Fun Fact. Früher, als ich noch jünger war, da habe ich tatsächlich manchmal meine Klamotten falsch rum angetragen. Nein! Fucking Joy-Con Drift! Nicht mehr Joy-Con, einfach Pro Controller Drift. Nein! Bitte sag mir, in der Kiste ist irgendwas Gutes drin. Das ist tatsächlich ziemlich gut. 700 Gold, ist das nicht wenig? Okay. Ja, Bunny hat ein Level-Up gemacht und das Pferd hat ein Level-Up gemacht. Habe ich nicht reingeschnitten, habe ich vergessen. Yay, 320 HP diesmal. Super, freut mich. Nein, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Yay. Ja, und die beiden jetzt auch nochmal. Toll. So. Das ist mal von Mike. Okay. Aber muss ja alles nicht reinschneiden. Ich bin mit Bunny Level 18 und da war irgendwie was Neues, was ich jetzt vergessen habe zu lesen, aber anscheinend war ich eigentlich noch nie mit jemandem Level. Nee, ich glaube, ich war doch tatsächlich noch nie mit jemandem Level 18 hier. Ey, jetzt habe ich vergessen, das zu lesen. Nein! Auf was geht es am nächsten dran? Dann level ich nochmal mit ihm. Oh, ich habe jetzt wirklich voll vergessen, das zu lesen, weil ich. Ich war mit dem Pferd hier Level 18 schon mal. Und ich habe gerade gedacht, das ist gleich dann mit den Menschen. Ey, das ist dumm. Keine Ahnung, was ich gedacht habe. Level up! Megafeuer gelernt! Röstet einen einzelnen Gegner auf lodernder Flamme. Oh, cool! Das werde ich bestimmt benutzen. Vor allem für Bosskämpfe. Heilung.exe. Oh mein Gott, nein. Keine Creepers daraus machen. Stelle mit der Kraft der Wissenschaft HP und MP her. Guck mal. Da haben wir unseren Healer. Perfekt. Ey, Professor. Wissenschaft, das ist eine mega coole Klasse. Und hier gibt es einen Grillskorpion hier unten. Es gibt noch eine Kiste. Kann ich es hier reinschneiden? Nein, kann. Was geht denn hier ab? Brauchen wir Disziplin, juhu, ihr levelt, okay, yeah, juhu, blam. Blö, jetzt kennen sie sich auch manchmal. Aber das war's auch schon. Denn Pferdemon will irgendwas. Von Bunny. Yay, liebt euch. Level 14, enge Freunde, das freut mich doch, super dolle, skrr, skrr. Mir egal, nein, lück mich nicht, no, no. No homo, was auch immer. Eine Titanpfanne. Die sieht überhaupt nicht seltsam aus oder so. Und genau deshalb kriegst du sie. Du siehst aus wie ein Schwert. So wie der Griff. Nee, komm, behalt doch deine goldene Pfanne. Die sieht wertvoller aus. Hat zwar nicht so gute Stats, aber komm, trotzdem. Auf zur Kiste. Nein, nein, das ist nicht die Kiste. Nein, das ist auch nicht die Kiste. Kurz die Ehrenrunde gedreht. Yeah. Let's go. Abmarsch. Ich frage mich wirklich, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Nach dem Berg. Kristallzauberstab. Uiuiuiui. Ja, Mann. Fast 100 Magie. Fast. Nice. Aber da ist noch ein Gegner, bevor er uns weglässt. Ich bin noch im Kampf. Oh, 4 Bomben. Haut ab hier. Was wollt ihr von mir? Explosion. Boom, 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 boom. Daraus jetzt ein Loop erstellt. Wunderbar. Und Level up für Freddy. Aber er kriegt nichts. Schade. Aber ihr kriegt was, wenn ihr den Like-Button drückt. Dann kriegt ihr unten in der Beschreibung Keks. Keine Ahnung, was laber ich. Liked auf jeden Fall das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim Miitopia. Yeah. Das ist eine sehr komische
Abmoderation, muss ich sagen. Sehr komisches Outro. Egal.